Freimaurerei kommt vom englischen Freemason. Das soll der Steinmetz gewesen sein, der den weichen, formbaren Stein bearbeitet hat, den Sandstein beispielsweise. Also das Free hat nichts zu tun mit der Freiheit, obwohl es dann gerne von den Freimaurern auch so in Anspruch genommen wurde. Die Steinmetzen waren sozusagen die Elite des Bauhandwerks. Denn sie konnten deuten, sie konnten in Stein gehauene Deutungen geben. Verdächtig. Ein Lustschloss hatte sich der neue Graf auf die alte Wasserburg bauen lassen, in Molsdorf, mitten im Nirgendwo zwischen Erfurt und Gotha. Zum Grafen von Gotha kamen extravagante Gäste. Was trieben sie? Orgien feiern? Womöglich den Teufel anbeten? Im Dorf nannten sie den Grafen Lottergotter, was sie bis heute tun. In Wahrheit war Gotha ein gefragter Diplomat und Molsdorf kein Sündenpfuhl, sondern das erste Freimaurernest Thüringens. Gotha war Meister vom Stuhl der Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin. Sein Tun im Schloss Molsdorf gilt als Beginn der Freimaurerei in Thüringen. Der Graf hat sein geistiges Programm im Deckengemälde hinterlassen. Der Triumph der freien Künste über Teufel und Klerus. Das ist ein Freimaurerideal. Der Genius mit dem Akazienzweig, der Bauplan und der Zirkel. Freimaurersymbole. 1741 nahm der Gotha den Herzog von Sachsen-Meiningen in den Bund auf. Mit Karl Friedrich wurde ein regierender Herzog Freimaurer. Karl Friedrich ist eigentlich bekannt bei uns als ziemlich inaktiv. Er hat das Tafeln praktisch lieber gemocht als das Regieren. Also diese Freimaurerloge, das muss so ein kurzes Aufflammen nochmal von einer Initiative, die eigentlich bei ihm sehr wenig vorhanden war, gewertet werden. Der dicke Karl Friedrich eröffnete in Meiningen seine Loge zu den drei Kompassen. Doch nach 2 Jahren starb er und die Freimaurerei endete. Danach sollte es noch etwas dauern, bis die Logen in Meiningen und anderen Thüringer Städten Fuß fassten. Der Ursprung der Freimaurerei liegt in den Steinmetzzünften des Mittelalters. Der Schutzpatron der Steinmetze ist Johannes der Täufer. Der Johannistag, der längste Tag des Jahres, gilt als magisches Datum. An diesem Tag begründeten 4 englische Logen 1717 die moderne Freimaurerei. Wir wissen, dass die große Loge von London und Westminster, wie sie hieß, am 24. Juni 1717 gegründet worden ist. Wir wissen, wer der Vorsitzende war, der Großmeister. Aber was eigentlich die Motivation war, diese Loge zu gründen, wissen wir nicht. Vielleicht war die Zeit einfach reif. Die Steinmetzzünfte hatten ihre beste Zeit hinter sich, als die große Loge in dem unscheinbaren Londoner Pub gegründet wurde. Ab dem 18. Jahrhundert wurden kaum mehr große Kathedralen gebaut. Längst nahmen sie Berufsfremde in ihre Bruderschaften auf. Eine mächtigere Bruderschaft war attraktiv, bot Schutz und Einfluss. Doch ein Bündnis braucht Statuten, inhaltliche Programme. Die waren anfangs vage.
Sechs Jahre später erschienen die Constitutions of the Freemasons. Das ist das bis heute gültige Grunddokument der Freimaurerei überhaupt. Und wo es heißt, die Freimaurer müssen nur in einer Religion übereinstimmen, einer allgemeinen Religion, nämlich gute und redliche Männer zu sein, Männer von Ehre und Anstand, wodurch sie sonst sich auch immer unterscheiden mögen. 1741 kam das Buch auf Deutsch heraus. Die alten Pflichten waren für den späteren König Friedrich von Preußen übersetzt worden. Seine Aufnahme machte die Freimaurerei hoffähig. Logen in Hamburg, Dresden und Berlin eröffneten. Und dann wurde die Freimaurerei zu einer regelrechten Jahrhundertmode. Die Herzogtümer, die damals in Thüringen gab, es waren protestantische, ziemlich durchaus liberale Herzogtümer. Das heißt, das war das perfekte Terrain, damit die Freimaurerei erblühen konnte. Es war die Zeit der Aufklärung. Ideen wie Menschenrechte, Toleranz, Bildung bekamen Flügel. Der geheime Bruderbund passte ideal zur neuen Epoche und eroberte auch die Provinz. Im Meininger Schloss öffneten sie den Freimaurern alle Türen, denn die verwitwete Herzogin war in einer verzweifelten Lage. Charlotte Amalie hat hier ein Staatswesen vorgefunden, das völlig am Boden lag. Und Charlotte Amalie hat also wirklich dann hat auch den Mut zur Reform gehabt. Also alte Mitarbeiter praktisch in den Ruhestand zu versetzen und dann eben völlig neue Mitarbeiter einzustellen. Und das waren eben Zufall oder Notwendigkeit, waren das Freimaurer. Hungersnöte, Schulden und Korruption plagten das Herzogtum. Die jungen Freimaurer kamen mit Plänen. Reform des Finanzwesens, Straßenbau, Schulgründungen. Im Grunde ein völlig neues Staatswesen. Die Loge Charlotte zu den drei Nelken. Wer hier damals Rang und Namen oder Talent und Tatkraft hatte, gehörte dazu. Charlotte Amalie war 33, als sie die Regierung übernahm. Nach zwei Jahrzehnten war das Land gerettet und ihre Freimaurer hatten eine eigene Präfektur, die 8. Provinz. Oft war das auch nicht nur also niedriger Adel, sondern auch bürgerliche. Also das war für sie nicht wichtig, sondern sie mussten ihre Funktion eben erfüllen. Und das haben sie gemacht und hier ein hervorragendes Staatswesen im Sinne der Aufklärung aufgebaut. Das, was dann Georg I., später ihr Sohn, dann weiterhin ausgebaut hat. Und deswegen gilt auch Georg I. als Musterbeispiel der Aufklärung. Georg I. ging als Förderer des Landes in die Geschichte ein. Sein Jugendporträt zeigt ihn mit Bauplan und Zirkel als Freimaurer. Ja. Die Meininger Loge heißt heute Georg Liberalitas. Die sonst so diskrete Gesellschaft wird beim Friedhofsgang sichtbar. Wir besuchen die Gräber der uns bekannten Meininger Freimaurer. Auch unseren Namenspatron, Herzog Georg I., besuchen wir dabei. Da werden dann Blumen niedergelegt, die sogenannten drei freimaurerischen Rosen. Und dann gibt es eine kurze Andacht, es wird ein kurzer Spruch gesagt. Und man denkt an diese Brüder, sodass sie halt nicht in Vergessenheit geraten. Die drei Freimaurerrosen in Rot, Weiß und Rosa stehen für Liebe, Licht und Leben. An den Gräbern bilden sie eine Bruderkette. Gedenken für bekannte Freimaurer wie den Dichter Ludwig Bechstein und für Unbekannte. Am letzten Grab steht das Freimaurersymbol Winkel und Zirkel auf dem Kopf, als Zeichen für den verstorbenen Bruder. Durch unsere brüderliche Liebe bleiben wir mit ihnen verbunden, solange ihr Andenken in uns lebendig ist.
Der Meister vom Stuhl führt durch das Ritual. Der Grabstein wird Teil der Bruderkette. Wir trennen die Kette der Hände. Das Frankfurter Logenhaus ist eines der größten Deutschlands. Mehrere Logen nutzen Festsaal und Tempel, darunter eine Schwesternloge. Die Logen gehören zu unterschiedlichen Freimaurersystemen. Sie unterscheiden sich in ihren Ritualen und den Graden, die ein Freimaurer erlangen kann. Mehr als zwei Drittel gehören zu den humanitären Logen, die nicht ausdrücklich auf das Christentum festgelegt sind. Humanitäre Logen kennen nur drei Grade: Lehrling, Geselle und Meister. Und diese Idee, dass der Mensch durch Stufen läuft, Lehrling, Geselle, Meister, halten eigentlich die Freimaurer bis heute für eine sehr sinnfällige Idee. Der Lehrling schaut in sich. Er muss sich selbst finden. Der Geselle ist sozusagen der, der mit anderen Gesellen in die Welt hinauszieht und gemeinsam schafft. Das entsprechende Motto des Gesellengrades lautet dann: Schau um dich. Und der Meistergrad soll sich sozusagen mit den letzten Fragen beschäftigen, über sich schaut. Zu jedem Freimaurergrad gehören ganz bestimmte Rituale. Die sind bis heute geheim, werden nicht erzählt oder gefilmt. Seit dem 18. Jahrhundert sind sie in den ersten drei Graden im Wesentlichen unverändert. Der künftige Lehrling wird Suchender genannt. Man hat mir damals geraten, als ich aufgenommen wurde, am besten Sie machen heute frei, dass Sie den Kopf frei haben. Und wir würden Sie auch ganz gerne zu Hause abholen, damit Sie einfach wirklich mit freiem Kopf dann bei uns ankommen und sich dem, was dann auf Sie dort wartet, auch völlig hingeben können. Und das war auch ein ganz guter Rat. Ja, man muss sich dem hingeben und die Aufnahme, das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Der Anwärter wird am Eingang des Tempels befragt. Was führt den Suchenden hierher? Dann darf er eintreten. Der künftige Lehrling durchlebt das Ritual mit verbundenen Augen und entblößter Brust. Zwei Brüder führen ihn. In der Mitte der Loge liegt der Arbeitsteppich mit den Symbolen für den Lehrlingsgrad. Darauf vollführt der Kandidat drei Schritte, bei denen er das Winkelmaß nachahmt. Der Meister versiegelt ihm die Zunge mit einer Maurerkelle, eine Mahnung zur Geheimhaltung. Danach wird die Augenbinde gelöst und der Suchende erblickt die Loge zum ersten Mal. Der Lehrling schaut ins Licht und in die Ritualdegen der Brüder. Auch das gilt als Warnung, die Geheimnisse der Freimaurer nicht zu verraten. Der Freimaurertempel ist eine Welt voller Symbole. Das wichtigste Gleichnis für den Freimaurer ist der raue Stein. Wir sprechen immer als Freimaurer von dem rauen Stein unseres Selbst, an dem wir ein Leben lang zu arbeiten haben. Wir schlagen also die sogenannten Kanten und scharfen Ecken, die nicht passen wollen so recht, mit denen wir uns also in die Gesellschaft, in den Bau des Tempels dieser Gesellschaft nicht so recht einfügen können. Diese schlagen wir weg. Ja, und es ist verpönt in unseren Kreisen, am rauen Stein des anderen zu arbeiten. Selbstvervollkommnung, damit die Welt besser wird. Das ist das Freimaurerideal. Die Arbeit des Steinmetzes, seine Werkzeuge, sind die wichtigste Quelle der Symbolwelt. Alle anderen Symbole und Bedeutungen sind aus älteren Kulten entlehnt. Das Dorf Kittlitz ist ein Vorort von Löbau in der Oberlausitz und Ausgangspunkt einer schweren Krise der gerade erblühenden Freimaurerei in Deutschland.
Hier lebte Mitte des 18. Jahrhunderts Freiherr von Hund, gesegnet mit dem Vermögen seiner Familie, einem wachen Verstand und Charisma. Karl Gotthelf von Hund und Altengrottkau ist er in Frankfurt zum Freimaurer aufgenommen worden. Er ist dann nach Frankreich gereist und dort in ein neues Freimaurersystem aufgenommen worden, das auf der These beruhte, dass die Freimaurerei die sozusagen untergründige Fortsetzung des Tempelherrenordens darstelle. Die Gründungsmythen von Templern und Rosenkreuzern sind fast so alt wie die Freimaurerei selbst. Stets gingen die Legenden einher mit der Idee von einer verborgenen Führung, die den Bund seit uralten Zeiten lenkt. Dieser Glaube brachte neue Spielarten der Freimaurerei hervor. Die Hochgradsysteme. Wer den geheimen Oberen näher kommen wollte, sollte nach dem Meistergrad weitere Stufen durchlaufen. Auch Freiherr von Hund propagierte ein solches Hochgradsystem, die strikte Observanz. Es lässt sich übersetzen mit völligem Gehorsam. Auf seinem Gut hat er eine eigene Loge errichtet. Und aus diesem Keim ist dann die sogenannte strikte Observanz entstanden. Ein Logensystem, was in seiner größten Entfaltung dann bis nach Dänemark, Frankreich, Russland, Italien ausgestrahlt hat. Eine Loge nach der anderen schloss sich dem neuen System an. Die alten und die neuen Logen standen sich schon bald unversöhnlich gegenüber. Ein neues Kapitel im System der strikten Observanz wurde in einem Dorf in der Nähe von Jena aufgeschlagen. Es ging als Konvent von Altenberga in die Geschichte der Freimaurer ein. Ein Herr Johnson, angeblich Schotte, hatte etliche Freimaurer überzeugt, dass er der wahre Abgesandte der geheimen Oberen sei. Unter allerlei Versprechen hatte Johnson die Freimaurer auf das alte Rittergut Altenberga gelockt. Die Herren waren mit Rüstungen und Waffen ausstaffiert. Wochenlang patrouillierten sie um das Gut, in Erwartung eines Zeichens der geheimen Oberen. Es ist eines von mehreren Ereignissen dieser Art, wo mehr oder minder aus dem Nichts merkwürdige Gestalten auftauchen, die behaupten, die letzten Geheimnisse der Freimaurerei zu kennen, in Kontakt zu stehen mit den höchsten unbekannten Oberen, die irgendwo in der Ferne residierten. Statt der geheimen Oberen erschien Freiherr von Hund in Altenberga, auf Einladung von Johnson. Die Freimaurer, des Ritterspektakels längst müde, huldigten dem Freiherrn. Bald wurde klar, dass Johnson ein Scharlatan war, der Geld veruntreut hatte. Kurz darauf wurde Johnson gejagt und gefasst. Fest steht jedenfalls, dass Johnson ohne Gerichtsverfahren auf der Wartburg inhaftiert wurde und nach 10-jähriger Haft dort gestorben ist. Schlag um Schlag nähert sich der Steinmetz dem glatten Stein, der idealen Form. Das Sinnbild für den Weg des Freimaurers. Vom Lehrling zum Gesellen dauert es normalerweise ein Jahr. Bei der Beförderung zum Gesellen geht der Kandidat auf eine imaginäre Reise. Mit 7 Winkelschritten überquert er den Arbeitsteppich. Hat keine verbundenen Augen mehr wie im Lehrlingsgrad. Und er wird nun konfrontiert mit solchen Aufgaben der praktischen Daseinsbewährung, also beispielsweise der Gemeinschaftsbildung, der Kritik an sich selbst, an der Gesellschaft. Das heißt, das ist also mehr auf dieses Schau um dich angelegt. Heute wie damals sind die Rituale spirituelle Zeremonien, die gruppendynamischer Psychotherapie ähneln. Der Kandidat erreicht den Logenaltar.
bekommt vom Meister einen Zirkel gereicht, den er auf sein Herz setzt. Ein Zeichen für den innigen Bund. Am Ende ist er Geselle und erhält sein Logenzeichen, das Bijou. Die peinlichen Ritterspiele von Altenberga lagen gut ein Jahrzehnt zurück, da reiste der Freiherr von Hund nach Meiningen. Der Scharlatan Johnson war unterdessen tot und von Hunds System der strikten Observanz erfolgreich. Gut ein Drittel der Logen in Deutschland gehörte ihm an. In Meiningen wollte von Hund den Herzog persönlich als Freimaurer aufnehmen. Unter seinem Logennamen Karl vom Degen hatte von Hund all die Jahre ein penibles Kassenbuch geführt. Ursprünglich sollten regierende Fürsten keine Mitglieder der strikten Observanz werden. Doch die Versuchung war zu groß. Macht und Reichtum des neuen Systems sollten sich mehren. Von Hund notierte die Einnahmen von den Logen und die Ausgaben. Aber an wen das Geld der Brüder ging, vermerkte seine Buchhaltung nicht. Den Meininger Herzog konnte von Hund nicht mehr aufnehmen. Wir wissen nicht viel über seine Gesundheitsumstände. Sie können nicht die besten gewesen sein. Er war Anfang 50. Aber er ist dann unter nicht ganz eindeutigen Umständen relativ kurze Zeit nach seiner Ankunft in Meiningen verstorben. Ob der Freiherr vergiftet wurde oder ihn der Schlag traf, blieb unklar. Fest stand, dass von Hund nicht in Meiningen bestattet werden konnte. Er war Katholik und Meiningen protestantisch, weshalb der pompöse Trauerzug ins nahe katholische Mailrichstadt führte. In der Kirche von Mailrichstadt sollte von Hund bestattet werden. Bei der Aufbahrung lag der Freiherr in weißem Umhang mit rotem Kreuz auf der Brust vor dem Altar. Ein Templergewand für den großen Heermeister. Die Logenbrüder der strikten Observanz warteten nun auf ein Zeichen der geheimen Oberen. Sie warteten und erkannten spät, dass keines kommen würde. Ob der Heermeister einfach ein Schwindler war, ist bis heute nicht geklärt. Lange Zeit muss er selbst an sein Hochgradsystem geglaubt haben. Nachdem Hund gestorben war, hat man sein Archiv durchsucht und festgestellt, dass aus der Frühzeit der strikten Observanz, aus der Zeit etwa seiner Aufnahme in Paris, nichts mehr vorhanden war und dass man letzten Endes nicht klären konnte, wem er über die Jahre hinweg Kontributionen geleistet hatte. Das heißt also Geldzahlungen an ausländische unbekannte Obere. Die deutschen Freimaurer versammelten sich nach von Hunds Tod zu einem Krisengipfel. Der Konvent von Wilhelmsbad sollte die verstrittenen Brüder wieder einen, den Logen eine gemeinsame Zukunft sichern. Stimmen der Vernunft forderten eine Rückbesinnung auf die klassische Maurerei, ein Ende der Hochgrade. Die Freimaurer sollten sich künftig auf die öffentliche Wohlfahrt konzentrieren. Der Konvent scheiterte grandios. Am Rande der Versammlung drückte sich ein Mann herum, der ein neues System versprach. Freiherr Adolf von Knigge war damals prominent, dank seiner Benimmbücher. Er warb für den Illuminatenorden. Ohne Knigge wäre wohl nichts aus Adam Weishaupts Idee geworden. Weishaupt war Universitätsprofessor aus Ingolstadt. Er ersann eine geheime Weisheitsschule. Seine Illuminaten, die Erleuchteten, sollten durch Bildung und Charakterschulung den Weg durch die Instanzen antreten und allmählich die Macht in Bayern übernehmen. Anfangs waren Weishaupts Illuminaten ein Zirkel von Studenten, bis Knigge für Zulauf aus höchsten Kreisen sorgte. Der Orden ist geradezu explodiert. Von wenigen Mitgliedern, bayerischen Mitgliedern, vielleicht einige hundert, auf über 1000. Also eine richtige Explosion. Und überall in Deutschland haben sich Illuminatengruppen gegründet, die sich
auf die Freimaurerlogen draufgesetzt haben. Gotha war perfekt für die Illuminaten. Der Hof war liberal und die Freimaurerloge hochrangig. Die Brüder ließen sich überzeugen, dass die Illuminaten eine Weiterführung der Freimaurerei seien. Als der Orden in Bayern verboten wurde, wählte er Gotha als sein Zentrum. Da war Herzog Ernst II. Längst der Oberilluminat. Durchdrungen von dieser Gedankenwelt ließ er seinen Schlosspark als Mysteriengarten anlegen. Mit einer Bestattungsinsel für sich selbst und einem Tempel. Gleich nebenan trafen sich die Illuminaten als exklusiv geheimer Zirkel, unbemerkt von den Logenbrüdern. Hier haben sich die Gotha-Illuminaten getroffen. Das war das Haus des Gärtners, des Oberhofgärtners. Und das Interessante ist, dass man hier völlige Ruhe hat. Also die Stadt ist auf der anderen Seite des Schlosses. Hier war es das einzige Haus. Keiner konnte sehen, wer geht rein, wer geht raus. Insofern ist das Ideale, der ideale Punkt zum Treffen eines wirklichen Geheimbundes auch. Auch Weimar wurde zur Hochburg von Freimaurern und Illuminaten. Der Jakobsfriedhof gilt als der Friedhof der deutschen Klassik. Hier gibt es etliche Freimaurergräber. Das klassische Weimar von Geheimbünden durchsetzt. Für die Philosophin aus Italien ist das keine Überraschung. In der Zeit der deutschen Klassik waren die Vertreter der gebildeten Welt oder der Staats- und Hochbeamte, die waren fast ausschließlich Freimaurer. Und deswegen in einem Friedhof, der der älteste von Weimar ist und wo so viel von der deutschen Klassikzeit vertreten ist, dürfen Freimaurer natürlich nicht fehlen. Wie sehr die Geisteswelt der deutschen Klassik von den Geheimbünden durchdrungen war, hat die Geschichtsschreibung weitgehend ausgeblendet. Nicht nur Goethe, Herder und Wieland waren Freimaurer. Der ganze Hof, Beamte, Minister und der Herzog selbst gehörte dazu. Das schönste Freimaurergrabmal mit Genius, Füllhorn und Tempelstufen gehört Johann Joachim Christoph Bode. Bode ist meiner Meinung nach der Grund, warum Weimar und Gotha eine der wichtigsten Zentren der Freimaurerei im ausgehenden 18. Jahrhundert wurden. Der Verleger Bode saß im Palais Bernsdorf am Weimarer Frauenplan wie die Spinne im Netz. Bei ihm liefen alle Fäden in Sachen Geheimbund zusammen. Er hatte den halben Musenhof zu Illuminaten gemacht. Auch den Herzog Karl August und Goethe, dessen Haus vis-à-vis steht. Obwohl Bode das Palais nur selten verließ, war er der bestvernetzte Mann in Weimar, der enorm viele Briefe schrieb. In dem ersten Stock dieses Hauses befand sich das wahre Zentrum des Illuminatenordens. Da war Bode mit seinem zahlreichen Korrespondenz und mit den gesamten Beständen, die er sein Leben lang gesammelt hatte. Er war der Mensch, der hinter der kollektiven Pseudonym Basilius sich versteckte. Das heißt, wenn die verschiedenen Illuminaten zu dem unbekannten Oberen schrieben, bekamen sie meistens eine Antwort von Basilius. Und hinter Basilius stand Bode. Bode, alias Basilius, schrieb all den Illuminaten erst nach einer Pause von ungefähr 2 Monaten. Die Illusion der weit entfernt lebenden geheimen Oberen sollte gewahrt bleiben. Bodes Nachlass war mehr als 200 Jahre kaum zugänglich. Die Akten irrlichterten als Schwedenkiste durch halb Europa. Von Stockholm über Gotha ins Gestapo-Archiv und von dort via Moskau in die DDR. Die Schwedenkiste der Illuminaten wurde erst in den 80er Jahren wiederentdeckt und wird seither erforscht. Und ganz langsam entwickelt sich bei uns das Bild, wie wirklich der Orden im Alltag gearbeitet hat. Bisher war das auf Bayern zentriert, das Bild, und eben dieser Orden, der die Institutionen unterwandert hat.
Und unser Bild jetzt von Mitteldeutschland sieht anders aus. Hier hatte Bode die Strategie entworfen, Aufklärung von oben mit dem Fürsten. Und von daher ticken die Illuminaten in Mitteldeutschland ganz anders. Der Steinmetz nähert sich seinem Ziel, dem glatten Stein, dem idealen Kubus. Der Freimaurer wird das Ideal, das vollkommene Selbst, nie erreichen. Die Ecken wachsen wieder nach. Sie werden nie fertig mit den Dingern. Sie können vor allem rauen Stein schlagen, wie sie wollen. Sie kriegen eine Fläche an sich persönlich glatt und wächst die andere Ecke nach. Ich bin als rauer Stein in die Loge gekommen und ich werde ein rauer Stein bleiben. Die heutigen Freimaurer in Weimar richten ihren Tempel her. Mit Altar, Teppich, Säulen, Werkzeugen. Das tun sie jedes Mal, denn sie besitzen kein Logenhaus. So geht es vielen Logen in den neuen Bundesländern. Sie bekamen die alten Logenhäuser nach der Wende nicht zurück. Wir sind nicht an die Erhaltung eines Objektes gebunden. Solange man materiell das nicht locker stemmen kann, sollte man es nicht tun. Deswegen sind wir nicht arm dran, sondern wir sind reich, weil wir frei sind für das, was uns eigentlich bewegt, nämlich Inhalt der Maurerei und nicht Inhalt der Bauberatung. Die Mutterloge zu den drei Weltkugeln bekam die Logenhäuser zurück. Sie ist die Großloge der christlichen Maurerei. Die meisten neuen Logen gehören aber zur Großloge der humanitären Logen. Folgen der Spaltung. Wir haben allerdings unseren alten Namen, Anna Amalia zu den drei Rosen, Nummer 50, im Orient Weimar wiederbekommen. Das ist unser Fluch und unser Segen. Fluch insofern, als dass alle zu uns gucken. Hier war Goethe Mitglied, Herder war hier Mitglied, Wieland war Mitglied, Schiller nicht, Hummel war Mitglied. Aber die sind lange, lange tot. Trotz der Bürde geht es der Loge gut. Sie wächst allmählich. In Bayern war der Illuminatenorden verboten worden. Wilde Gerüchte machten die Runde. Adam Weishaupt sei nach Amerika geflohen. In Wahrheit gab ihm Ernst II. 1786 in Gotha Asyl und eine Pension. Ansonsten wurde Weishaupt kaltgestellt, während der Orden weiterarbeitete. In Weimar hielt Bode die Zügel noch immer in der Hand. Er träumte von der Ordensexpansion. 1787 ging er auf Reisen. Sein Plan? Die Pariser Freimaurer für die Illuminaten gewinnen. Als Bode ankam, war das Freimaurertreffen schon vorüber. Ein paar Brüder konnte er noch für den Orden begeistern. Daraus wurde eine der größten Weltverschwörungstheorien. Illuminaten hätten die französische Revolution angezettelt. Und natürlich hatte das Ganze keine so hochrangige politische Dimension, wie es dann von den Verschwörungstheoretikern suggeriert worden ist. In Wirklichkeit hatte Bode keine politische Mission in Paris und keinerlei Möglichkeiten, die politischen Verhältnisse in Frankreich in irgendeiner Form zu beeinflussen. Kurz nach Bodes Heimkehr stellte der Illuminatenorden die Arbeit ein. Seine Schriften wanderten in den Besitz Ernstes II. Und von da in die historische Versenkung der Schwedenkiste. Was genau zum Ende der Illuminaten führte, ist unklar. Die Frage nach dem Ende des Illuminatenordens muss jedoch offen bleiben. Das ist noch eine der wenigen Mysterien, die tatsächlich mit ins Grab von Bode gegangen sind. Das ist, weil in der Überlieferung der Schwedenkiste, das, was zum größten Teil aus dem Archiv von Bode besteht, befindet sich keine Spur von einem Befehl, mit den Aktivitäten aufzuhören. Weimars Loge hatte sich während der ganzen Krisen aufgelöst.
Erst 1808 eröffnete sie wieder als reformierte Loge. Der Kosmos Weimar aber war durchdrungen vom Geist der Illuminaten und Freimaurer. Werke wie Wilhelm Meister, die Ode an die Freude oder Don Carlos wären ohne sie nie geschrieben worden. Spurensuche in der Weimarer Herderkirche. Licht, Liebe, Leben. Freimaurerworte auf Herders Denkmal. Auch er gehörte zum Geheimen Bund, schrieb Ritualtexte für die Logen. Herder glaubte an die Aufklärung, an eine künftige Welt ohne Despoten. Auch auf seinem Grab sind Freimaurersymbole. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als die französischen Truppen in Deutschland einmarschierten, kam es dann zum völligen Erliegen der Freimaurerei. Und die Logen sahen einfach unter den Umständen des Besatzungsregimes keine Möglichkeit, ihre Tätigkeit fortzusetzen und haben diese häufig erst nach dem Ende der napoleonischen Zeit wirklich wieder aufgenommen. Der höchste Grad der Johanneslogen ist der Meistergrad. Bei der Meistererhebung geht es etwas drastischer zu als bei den unteren Graden. Vor dem Ritual sitzt der Kandidat in einer Kammer. Dort soll er sich Rechenschaft über sein Leben geben. Zwiesprache mit Totenschädel und Skelett. Das Meisterritual, das ist die sogenannte Erhebung, da wird ein symbolischer Tod nachgespielt. Das ist, wenn man so will, Drama im Drama. Und da soll sozusagen deutlich gemacht werden, lieber Freund, du musst auch mal sterben. Denk mal dran, mach dir mal ernsthafte Gedanken. Im Tempel muss der künftige Meister 3 Schritte über einen Sarg machen. Während der Anwärter zum Altar geführt wird, tauschen die Brüder den Sarg gegen eine Matratze. Es gibt Spielarten des Rituals, aber klassischerweise wird dem Kandidaten ein Bein gestellt. Seine Augen werden bedeckt. Es ist ein ritueller Tod. Es gibt aber einen Moment in dieser Erhebung, wo man auch auf die Hilfe von Brüdern tatsächlich auch körperlich angewiesen ist in diesem Moment. Und die dann zu spüren, diese Hilfe, das hat einen so durchwärmt und durchflutet, dieses Gefühl. Das werde ich nie vergessen. Im 19. Jahrhundert bildete sich in fast jeder größeren Stadt Deutschlands eine Loge. Die Freimaurer hatten sich etabliert. Die Mitgliederzahlen stiegen unentwegt. Den Höhepunkt erreichten sie Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es 70.000 Freimaurer in Deutschland. Allmählich hatten sich die Logensysteme arrangiert. Die Wogen glätteten sich. Also man hat eine gewisse Verbürgerlichung der Freimaurerei im 19. Jahrhundert. Und das bedeutet auch, dass sie in ein ruhigeres Fahrwasser gekommen ist. Mit Ausnahme des Streites um die Aufnahme der jüdischen Mitglieder ist im Grunde genommen die Freimaurerei im 19. Jahrhundert eine etwas konfliktfreiere Angelegenheit, als sie es im 18. Jahrhundert gewesen war. In Meiningen hatten sich die Freimaurer ein stattliches Logenhaus gebaut. 1905 ist es geweiht worden. Der Theaterwissenschaftler Volker Kern wusste nicht viel über den Bruderbund, bis er eine Ausstellung vorbereiten musste. Er dachte, er würde die Stadtgeschichte gut kennen und war überrascht, wie sehr das Wirken der Freimaurer in Vergessenheit geraten war. Die meisten Spuren waren getilgt worden, wie am Logenhaus. Wir sehen ja hier zum Beispiel diesen einen Giebel, wo jetzt das runde Fenster eingebaut ist, war das Auge Gottes angebracht. Auf der Ostseite war ein Pentagramm angebracht. Also man konnte das Gebäude tatsächlich als Logengebäude erkennen. Diese Symboliken sind allerdings nach 1935, nachdem in dem Gebäude die NSDAP-Kreisleitung eingezogen ist, durch dieselbige entfernt worden. Die Meininger Freimaurer konnten ihr neues Logenhaus gerade mal 3 Jahrzehnte lang nutzen. Unter den Nationalsozialisten war Schluss. Da halfen auch keine Grußadressen an den Führer, wie sie viele Logen absandten.
die Erlasse, Reichstagsbranderlass und solche Dinge, die ja zunächst auf Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaften und so weiter abzielten, wurden dann natürlich auch auf die Freimaurer angewandt. Entsprechend der Ideologie, das internationale Weltjudentum bedient sich der Kommunisten und der Freimaurer, um die Weltherrschaft zu erlangen. Und sie sind insofern angewandt worden, als es einen etwa zweijährigen Prozess gab, des Verbotes der Auflösung und letztendlich auch der Enteignung der Logen. Nach 1933 hatten sich die Meininger Brüder, wie die meisten Johannislogen, der christlichen Großloge angeschlossen. Weil es dort nie Juden gegeben hatte, wähnten sie sich sicher. Doch die NSDAP befahl die Schließung aller Logen. Die Meininger wickelten sich selbst ab. Nennenswerten Widerstand gab es weder hier noch im restlichen Deutschland. Es war keine gute, keine glänzende Stunde der deutschen Freimaurerei. Man hat auch nach 1945 gezögert, in der deutschen Freimaurerei hier wirklich aufzuklären, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und bis heute ist das immer noch ein bisschen ein dunkles Kapitel unseres Bundes. Das Meininger Logenarchiv wurde wie alle anderen von der Gestapo beschlagnahmt. Weil die Dokumente lange unter Verschluss blieben, klaffen in der Forschung große Lücken. Die Meininger Historiker hatten Glück. Als sie mit ihrer Recherche begannen und bei Freimaurerfamilien nachfragten, tauchte ein Koffer mit Dokumenten auf, den ein Freimaurer 1935 auf seinem Dachboden versteckt hatte. Der Koffer hatte dort auch die ganze DDR-Zeit überdauert, denn die Logen waren nicht wieder zugelassen worden. Vereine für Brüderlichkeit und Humanität hielt man für unnötig, weil diese Werte Staatsziele per se waren. Die neue Meininger Loge Georg Liberalitas wurde 1992 gegründet. Im Marmorsaal des Schlosses fand das Ritual der Lichteinbringung statt. Es waren Brüder aus den alten Bundesländern, die sich auf Spurensuche begeben und die Neugründung vorangetrieben hatten. Inzwischen stammen die meisten Brüder und der Meister vom Stuhl aus Meiningen und Umgebung. Die Weiße Tafel ist ein Fest der Freimaurer, bei dem Gäste zugelassen sind. Eine der wenigen Gelegenheiten, bei der sie öffentlich auftreten. Freilich zeigen sich auch viele Meininger Brüder erst, wenn die Kamera fort ist. Noch immer will nicht jeder als Freimaurer erkannt werden. Wir erheben uns. Wir trinken. Nehmt Platz, meine Brüder. Heute gibt es in Deutschland ungefähr 14.000 Freimaurer. Die Tendenz ist ganz leicht steigend. Sie blicken positiv in die Zukunft. Wir erheben uns, meine Brüder. Lasst uns zum Abschluss die Kette brüderlicher Eintracht schließen.